Das ist einer der rund 80 wild lebenden Amur-Leoparden, die es weltweit noch gibt. Sein Zuhause ist ein Schutzgebiet im Südwesten der russischen Region Primorje, das 2012 geschaffen wurde. Im Land der Leoparden-Nationalpark wird die vom Aussterben bedrohte Leoparden-Unterart nur noch mit der Kamera gejagt. Wissenschaftler haben rund 400 Apparate auf einer Fläche von 890.000 Hektar installiert, um die scheuen Einzelgänger besser beobachten zu können. 2017 zählten sie 86 Leoparden. Ein bemerkenswerter Erfolg, denn vor 10 Jahren wurden zwischen 14 und 20 der Großkatzen gezählt. Den Forschern gelang es sogar, die erfolgreiche Partnersuche zu dokumentieren und die Aufzucht der Jungtiere. Neben Wilderei und Inzucht ist vor allem der begrenzte Lebensraum eine Bedrohung für die Tiere, die in großflächigen Revieren entlang von Flussbetten umherstreifen.